Ja, hallo. Und herzlich willkommen zu DVD und Blu-ray Update Nummer 3 für den Monat Dezember. Und was ihr hier seht, ist wirklich Bestellung Nummer 3. Dies hier, das Paket, dies hier, das Paket, so ein kleines. Und ich nehme das hier mal vorne weg. Noch so ein großes im Hintergrund, welches komplett überproportioniert ausgefallen ist. Ihr seht, wie groß das ist. Ich musste es schon aufmachen, weil mir bei der Bestellung bzw. bei der Annahme der Pakete etwas aufgefallen ist. Nämlich ein Produkt hat gefehlt. Und ich habe die ganze Zeit gerätselt. Na, kommt's morgen? Ist es heute mitgeliefert worden? Und deswegen habe ich dieses große Paket einmal aufgemacht. Es ist wirklich riesig. Es ist ein super duper Monsterpaket. Und ich wurde fündig. Ich wurde fündig in dem Paket. Da war das hier noch drin. Ne? So diese kleine Packung, die ihr eben gerade vorne gesehen habt. Ja, und somit ist Bestellung bzw. Die Produkte der Bestellung, nee, das Update, also die Sachen, die im Update Nummer 3 vorkommen sollen, jetzt vollständig hier. Falls ich das richtig erklärt habe. Ich nehme mal den großen Karton weg. Und stelle erstmal mein Bier vor. Es ist wieder ein Schlosspilz aus der Dose. Wenn ihr, ein kleiner Pro-Tipp, wenn ihr zu viel gekauft habt im Monat, wenn ihr euch überschätzt habt mit der Bestellung, die ihr gemacht habt, ich spreche da aus Erfahrung, also ich kenne da jemanden, dem ist das passiert, trinkt Bier, bis ihr vergesst. Ja? Ich habe teilweise auch den Fehler gemacht, ich habe bestellt und schon Bier getrunken. Und habe vergessen, wie viel ich eigentlich gekauft habe. Prost. Schmeckt mal wieder hervorragend. Werde ich mal das erste Paket aufmachen. Das ist das kleine, welches in dem großen drin war. Und ja, ich glaube, ich weiß, was da drin ist. Also ich habe da schon so eine leichte Übersicht bei der ganzen Dramatik, die ich mir hier ins Haus geholt habe, beziehungsweise bei der Dramatik, die ich mir vom Konto gekauft habe. Und ich glaube, ich weiß zu wissen, was hier drin ist. Deswegen keine langen Umschweife, einfach mal aufmachen. So, und ihr seht's, naja, ihr seht's noch nicht so gut. Es ist das Steelbook. Ist das ein Steelbook? Ja. Von Iron Sky. Das soll die 20 Minuten längere Version sein. Hier steht es auch drauf. Circa 20 Minuten länger, neues Bonusmaterial. Und ja, der ein oder andere mag sagen, okay, Iron Sky ist doch irgendwie nicht so dolle gewesen. Ich muss dazu gestehen, mich hat Iron Sky richtig gut unterhalten. Und ich musste wirklich herzlich lachen, als ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn auf Englisch gesehen, also in der Originalversion. Es wird ja teilweise Deutsch gesprochen. Und ich finde, wenn so ein Film wie Iron Sky rauskommt, dann kann man ihn auch gerne mal im Original sehen. Finde ich dann irgendwie viel besser, dass die einen, so die Guten sozusagen, die Amerikaner sprechen dann ihr Englisch und die Deutschen sprechen dann ihr Deutsch. Bei der Synchronisation kommt das doch nicht wirklich so richtig zutage. So, ich werde mal aufschneiden und ich habe aufgrund meiner, schneide ich an der richtigen Stelle? Ich habe aufgrund meiner überdimensionierten Bestellung die Kamera mal ein wenig höher positioniert mit dem Stativ, was mir jetzt ein bisschen übel aufstößt, denn das Display ist direkt von meiner Schnauze. So direkt davor. Also ich halte die Hände so weiter weg und den Kopf so nach hinten, weil das irgendwie ganz merkwürdig ist. Aber ich bin ja Profi und ich hätte es auch gar nicht sagen müssen. Das ist das Produkt, wenn man es auspackt. Hier ist wieder diese Banderole, die man wegtun kann. Und ja, das ist das Steelbook. Es ist der Director's Cut. Es gibt, glaube ich, noch ein englisches Steelbook. Da steht Dictator's Cut drauf. Fand ich doch dementsprechend witziger, aber das ist auch dementsprechend teurer. Und ich glaube, dieses Steelbook war in der Blitzaktion von Amazon für 5 Euro irgendwas zu haben. Also knapp 6 Euro, 5,90 oder so. Und das war mir die Sache wert. Wie ihr hier seht, ne, wenn ich es mal so gegen das Licht halte, Iron Sky und das Bild ist geprägt. Moment mal kurz. Oh Gott.
Es tut mir leid. Das Dosenbier balloniert in meinem Magen. Ich halte es nochmal so dagegen. Es ist geprägt. Hier unten, der Director's Cut ist auch geprägt. Die beiden, ne, Lobhudeleien sind es nicht. Unten die Schrift ist es auch nicht. So sieht es von vorne aus, so von hinten. Ne, das ist dieses Raumschiff, um das es sich da dreht. Die, was steht da? Reichsflugscheibe, genau. Raumkampfwaffe Nummer 1. Geheim. Und ich mag die Aufmachung des Steelbooks sehr gerne. Hier ist wahrscheinlich eine Unterschrift von dem, von wem ist denn das? Ist das von dem Regisseur? Ich kann es jetzt gerade nicht lesen, aber hier ist noch so eine, ja, aufgedruckte Unterschrift drauf. Und ich muss sagen, das Steelbook finde ich sehr schön. Ich mach's mal auf. Da fällt schon wieder der Zettel. Man weiß ja, reisende Zettel soll man nicht aufhalten. So, das ist die Blu-ray. Unschwer zu erkennen. Hinten hat das Steelbook, wie ihr auch unschwer erkennt, das ist ja auch gewitzt gemacht. Hat auch einen Innendruck. Und ich tue es mal wieder zurück. Und Iron Sky ist ein wunderbarer Film. Ich habe letztens den Trailer vom zweiten Teil gesehen. Der soll, glaube ich, 2016 in die Kinos kommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht auch 2015, aber ich glaube 2016. Großartig. Ich will nicht spoilern. Guckt euch mal den Trailer an. Guckt euch mal den Trailer von Iron Sky 2 an. Das toppt wirklich alles. Die paar Minuten toppen alles, was dieser Film eigentlich schon großartig vorgelegt hat. Das erste Produkt, Iron Sky, Steelbook. So, wo mache ich denn weiter? Ich mache mal hiermit weiter, weil das Paket ist auch zuerst gekommen. Ich weiß, was drin ist. Zumindest glaube ich zu wissen, was da drin ist. Und ihr werdet es auch gleich sehen, weil ich packe es ja für euch aus, beziehungsweise mit euch. Eigentlich ja eher für mich. Aber ich lasse euch gerne daran teilhaben. So bin ich. Und ihr seht schon, ich habe es mir wirklich gekauft. So, mal hier wieder alles beiseite legen. Es ist die Blu-ray-Box von Harry Potter. Ohne Scheiß, Harry Potter lag schon oder stand schon längere Zeit auf meiner Kaufliste und ich habe es nie gekauft. Es war schon öfter mal im Angebot bei Amazon. Ich glaube, es wird auch öfter mal im anderen Angebot sein bei Amazon. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe irgendwie auf diese Filme. Ich habe jetzt jeden Teil, glaube ich, nur einmal gesehen und das auch nicht in chronologischer Reihenfolge. Aber ich werde das gerne mal nachholen. Jetzt habe ich ja die Filme. Das ist wirklich sehr gute Unterhaltung in meinen Augen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Blu-ray-Variante ist. Ich habe es nur damals, glaube ich, auf DVD mal den ersten ausgeliehen und die anderen im Fernsehen gesehen. Aber was ich dazu sagen will, ist, dass ich auf solche Art von Filmen stehe. Zum Beispiel auch vergleichsweise Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ein großartiger Film, wenn man ihn mit, oder eine großartige Filmreihe, wenn man diese mal mit Harry Potter vergleichen möchte. Ich habe nie die Harry Potter Bücher gelesen. Das ist an mir vorbeigegangen, aber die Filme finde ich bestechend mit einer wunderbaren Optik und die Geschichte finde ich auch gut. Ich stehe, also es ist ja irgendwie Fantasy. Ne? Auf eine Art und Weise. Aber hier im Gegensatz zu Herr der Ringe kommen keine Elfen, also nicht primär, Elfen, Zwerge und Orks vor. Hier gibt es auch diese komischen Wesen, aber hier ist ja eigentlich die reale Welt mit dieser ganzen Muggelkacke, die da so abläuft. Und da gibt es noch diese zweite, diese Parallelwelt, will ich sie mal nennen, wo diese Lüttenbutschis in die Schule gehen, in so eine Zauberschule und wieder gut gegen böse und Mythos hier und Mythos da und der Auserwählte, pipapo. Finde ich irgendwie ganz geil. Also eine gute Abendunterhaltung stellt Fantasy für mich schon dar. Und ja, Harry Potter habe ich mir einfach mal jetzt gekauft. Hier sind die ganzen Filme einmal drin. So, wie ihr das alles mal sehen wollt. Und ich glaube, der dritte Teil, ist das der Gefangene von Azkaban, liegt auch teilweise in einer geschnittenen Version vor, aber ich glaube, in dieser Variante ist er ungeschnitten. Ohne Scheiß, es gibt bei Harry Potter geschnittene Szenen. Müsst ihr euch mal bei der OFDB darüber informieren. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass bei irgend so einer Filmreihe, die ab 12 freigegeben ist, irgendwelche geschnittenen Szenen mit dabei sind. So, hier sind die ganzen Filme. Ich will sie jetzt gar nicht für euch auspacken. Ich switch nur einmal durch. Das ist wahrscheinlich der erste. Wenn ihr mal das Cover angucken wollt, dann hier der zweite, der dritte mit ihmchen, Gary Oldman macht hier auch mit. Finde ich sowieso stark. Also die ganzen großen englischen bzw. britischen Schauspieler machen hier auch mit. Finde ich wirklich toll. So.
Und wie heißt die? J.K. Rowling? Nee, J. Edgar Hoover? Nee. Wie heißt sie denn? Rowling? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die hat sich ja mit dem Buch Dumm und Dämlich verdient, ne? Die hat, glaube ich, damals, sie war, so wie ich das weiß, arbeitslos und hat dann irgendwie für ihren Sohn oder für ihre Tochter, zumindest für ihr kleines Kind, angefangen, irgendwelche Geschichten zu schreiben. Die hat sie dann veröffentlicht und rausgekommen ist Harry Potter. Und sie ist jetzt eine multimilliardenschwere Frau. Ich glaube, eine der bestbezahltesten Engländerinnen überhaupt. Top. Naja, zweites Produkt. Harry Potter. So. Komme ich zu dem Paket jetzt und dann zum Großen. Wieder hier diese Aufreißkante. Wollen wir wieder wetten, dass ich das nicht mit einmal aufreißen schaffe? Hier, was bedeutet das eigentlich? So rum geht der Pfeil. Heißt das, ich muss so reißen? So? Probiere ich gleich mal. Erstmal ein Schlückchen Bier. Und dann geht's mal los. Aber wie soll ich das denn machen? Also ich muss. Warte mal, der Pfeil. So. Erstmal hier die Finger rein und dann. Klappt doch nie! Eine Veröffentlichung, auf die ich mich wahnsinnig freue. Ich habe gehofft, dass es bei der Blitzaktion von Amazon ein wenig günstiger daherkam. Eigentlich kostet das, glaube ich, knapp 80 € und bei der Blitzaktion habe ich irgendwie so 62 dafür bezahlt. Fand ich einen guten Preis. Ich glaube, günstiger werde ich es erstmal nicht schießen können, weil das natürlich eine Veröffentlichung ist, die niemals an Wert verliert. Also Star Wars ist ein Dauerbrenner. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich habe die Teil, welche sind das jetzt? Episode 4 bis 6 habe ich als DVD-Variante. Leider nicht die Original-Kinoversion. Die werde ich mir irgendwann mal kaufen. Hier ist auch die Original-Kinoversion dummerweise nicht enthalten. Es sind diese überarbeiteten Fassungen, die George Lucas jetzt für die einzig wahren Veröffentlichungen hält. Ich finde, bei einer würdigen Blu-ray-Veröffentlichung sollten die Original-Kino-Teile auch mit dabei sein. Also die ohne die zusätzlichen Szenen, wo sie da in Mos Eisley sind und im Vordergrund huschen dann irgendwelche komischen computeranimierten Wesen durch die Gegend. Auch die zusätzliche Szene mit Jabba und Han Solo hätte man sich gepflegt in die Haare schmieren können. Und in dieser Version, ich will nicht spoilern, aber die Leute, die sich mit Star Wars auseinandersetzen, wissen das und die anderen wissen gar nicht, worum es geht. Deswegen sage ich es einfach mal. Han Solo schießt zuerst, aber in dieser Version nicht. Da hat dieser Greedo, glaube ich, ne? Dieser Rodianer, ich glaube, es ist ein Rodianer, hat in der Cantina von Mos Eisley zuerst geschossen. Aus Political Correctness Gründen darf Han Solo nicht zuerst schießen. Ich meine, in was für einer Welt leben wir? Han Solo ist nun mal ein Badass und ein Badass schießt zuerst. Han Solo scheißt auf alles, deswegen lässt er sich doch nicht zuerst anschießen und schießt dann, Leute! Es regt mich ein bisschen auf. Aber ich möchte die Star Wars-Teile in einer sehr schönen Bildqualität sehen. Und besser bekommt man es nun mal zurzeit nicht. Irgendwann wird Disney eventuell mal auf die Idee kommen: Menschenskind, wir können wirklich großartig Geld absahen, wenn wir die alten Star Wars-Filme mal restaurieren und die Kinoversion auf Blu-ray rausbringen. Das wäre eine richtig geile Variante. Aber bis dahin, ich glaube, das dauert noch, falls es überhaupt mal irgendwie passieren sollte, vergnüge ich mich mit dieser Veröffentlichung. So, wie ist denn das jetzt? Hier ist so ein. Ach, ist das alles dämlich? Hier ist. Ach Gott. Warte mal kurz. Ich nehme es mal aus dem Bild. Und falls ihr irgendwas brummen hört, macht euch darum keine Gedanken. Mein dicker Kater sitzt neben mir. Er putzt sich gerade. Putzig. Ich glaube, weil sich Tiere putzen, nennt man das auch putzig. Und ja, der schnurrt nebenbei so ein bisschen. Dem geht's gut. Deswegen, wenn ihr was brummen hört, nicht wundern. So, oh, das sieht geil aus. So ist es von hinten. Ne? Sehr schön. Ich glaube, das ist Tatooine. Ist es ein durchgängiges Bild? Ja, ein durchgängiges Bild. Hier vorne der kleine Anakin Skywalker und ich glaube im Hintergrund ist das Luke. Es dürfte Luke sein. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ist so. Und ich finde, diese Version, also diese Veröffentlichung, sieht wirklich gut aus. Sicherlich kennen das schon viele, aber ich mache es trotzdem mal auf. Das hier kann man ablösen. Und nochmal das gleiche in grün. Und ja, dann kann man hier so durchblättern. Hier ist noch so ein Reiseführer durch die Galaxis, wie es auch drauf steht.
Und hier kann man so durch die einzelnen Veröffentlichungen, die einzelnen Filme, die einzelnen Blu-rays durchblättern. Eine Bonus-Disc ist auch noch mit drauf. Und was ich noch sagen wollte, Teil 1 bis Teil 3, natürlich auch nur erfolgreich, weil jeder wissen will, wie ist Darth Vader zu Darth Vader geworden. Natürlich ein bisschen reißerisch dargestellt, aber technisch, wenn man jetzt auf computeranimierte Filme steht, weil Star Wars ist, glaube ich, 90% computeranimiert, das ist nun mal so, führt kein Weg dran vorbei, sich das auch mal anzugucken. Und die drei Filme habe ich noch nicht und deswegen habe ich mir das mal geholt, weil ich bin ein wirklich großer Star Wars Fan, aber ja, wie gesagt, ich, das passiert doch gar nicht in dem Film. deswegen, ja, weil die Kinoversion nicht vorliegt, habe ich mir das noch nie gekauft, also diese Veröffentlichung. Jetzt habe ich es gemacht. Weil es, ich glaube, in nächster Zeit erstmal nicht günstiger zu bekommen ist. Eventuell, wenn nächstes oder ist es übernächstes Jahr Star Wars Episode 7 in die Kinos kommt. Eventuell mal irgendwann, aber bis jetzt nicht. So, jetzt muss ich, Moment, ich muss hier mal rumgreifen, mal Platz machen, weil ein Produkt kommt ja noch. Der große, der Hermann Finger, der große Karton muss ja auch noch ausgepackt werden. Erstmal das Bier und dann Karton. So, der große Karton. Und ich schieb mal die anderen Produkte ein wenig nach hinten, weil ich muss mich jetzt mal um die Kamera, um das Stativ ein wenig rumschlängeln. Soweit schlängeln bei meiner Körperfülle möglich ist. Ich mach das hier jetzt alles mal so auf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Also, ne? Ich hol's mal raus. So, so, Karton ist weg. Ah, und ins Bild und wieder um die Kamera rumschlängeln. Schlängeln. Und genau, ich schlängel mich nochmal rum. Mein Gott, das läuft hier wie ein Länderspiel. Hol die anderen Produkte mal so ein bisschen nach vorne wieder. Und schlängel mich nochmal. Ach, diese Anstrengung, ich muss immer rülpsen. Nach vorne. So, ihr seht's, es ist die Hitchcock Filmrollen Veröffentlichung. Ich weiß gar nicht, wie ich den ganzen Rotz hier aufkriege. Ich versuche mal hier so festzuhalten und hier mal so leicht reinzuschneiden. Ne, ja, warte mal. Hammer gleich. Leute, hammer gleich. So, erstmal hier das Plastik entfernen. Und es ist eine sehr schöne Variante, wie ich finde, die gar nicht mal im Blitzangebot so teuer war. Also ihr seht vielleicht, ich habe ja insgesamt, also wenn man sich das Gesamtdrama, also den Gesamtkauf mal anguckt, doch einiges an Geld dagelassen. Aber ich habe Weihnachtsgeld bekommen und das Schöne ist, was heißt das Schöne? Also das logische, beziehungsweise die logische Schlussfolgerung des Ganzen ist natürlich, nächsten Monat mal ein wenig kürzer zu treten, und das mache ich auch. Also das Problem ist natürlich immer, dass vor Weihnachten, was heißt Problem, also ja, es ist nun mal so, dass vor Weihnachten die Sachen immer ein wenig günstiger zu haben sind. Jeder Versandhandel, jedes Geschäft möchte natürlich irgendwo mit den Produkten, die noch da sind, Geschäft machen. Und das machen sie natürlich am besten, wenn die ganzen Sachen runtergesetzt sind. Jetzt habe ich mir hier einiges geholt. Hier ist noch so ein Bild drauf, was alles drin sein soll. Und nächsten Monat werde ich dann, wie gesagt, kürzer treten. Also, seid nicht enttäuscht, wenn ihr nächsten Monat nicht viel seht. So, Bier ist auch alle. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Das hier kann man so abnehmen. Ne? Hier hinten ist noch, ich nehme das mal kurz ein wenig beiseite. Hier hinten ist noch ein Bild. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so gut seht. Na, irgendwie nicht. Hängen wir weiter weg. Zumindest ist hinten noch so ein Bild von Vertigo drauf. Also ich kann es ja auch mal andersrum halten. So. Ein Bild von Vertigo. Ich lege den Deckel mal beiseite und nehme das wieder mit ins Bild. Das hier oben kann man auch so abnehmen. Das ist nur so eine Art Schutz, so ein Plastikschutz. Und wie ihr hier seht, sind
die einzelnen Filme in solchen Filmrollen. Hier hinten ist noch so ein Heftchen. Das tue ich mal raus und zeige euch erstmal zum Beispiel, ich greife mal wahllos rein, hier. Was haben wir denn da? Immer Ärger mit Harry. So, dann macht man das so auf und innen drin ist eine gute gepolsterte Polsterung und der Film ist da drin. Man kann ihn dann irgendwie so rausnehmen, so, und das war es eigentlich auch. Also das ist es eigentlich. Man kann es dann wieder so zumachen und der Film ist gut in der dafür vorgesehenen Filmrolle. Jetzt habe ich es natürlich instinktiv falsch rum reingemacht. So, das ist es erstmal, wie die Filme so in der Verpackung drin sind. Und hier ist noch ein wenig Bonusmaterial. Mal gucken, was das alles ist. Lege ich mal hier auf den Deckel rauf. Als erstes The Master of Suspense. So ein kleiner Heftanteil, ein bisschen was zum Lesen. Nichts Großartiges, wie ich finde. Mir ging es bei der Veröffentlichung auch primär um die Filme. Und prozentual hat mich, glaube ich, ein Film, es sind, wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wenn ich jetzt rechnen könnte, wäre ich im Vorteil. Aber so irgendwie 3 bis 4 Euro, glaube ich, hat mich ein Film gekostet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe es mal ausgerechnet und ein Hitchcock-Film für 3 Euro auf Blu-ray, das kriegt man nicht mal bei Amazon, sag ich schon, bei Rebuy. Hier sind noch Karten mit dabei, so die amerikanischen Filmplakate von damals. Eigentlich sehr schön gehalten, wie ich finde. Ich blätter mal alles so durch. Mein absoluter Lieblingsfilm von Hitchcock, ne? Das Fenster zum Hof. Absolut großartig. Richtig großartig. Also in meinen Augen kommt Psycho und auch Die Vögel. Ich bin kein großer Die Vögel-Fan. Nicht an das Fenster zum Hof ran. So, hier ist Psycho. Die Vögel. Mani, so weiter. Und hört es dann auf. Ja, ich glaube, damit haben wir angefangen. Ich tue es mal wieder zurück, mache das Gummiband wieder rum. Hier sind auch, das ist so schwarz, irgendwelche Storyboards. Vielleicht sollte ich es mal so rumhalten. Irgendwelche Storyboards, also auch keine großartige Leistung, das mit reinzupacken. Also von den Bonusmaterialien, ja, ganz nett. Ist natürlich eine ganz nette Aufmachung, aber das war's dann auch. Hier ist noch irgendwie so eine Art Brief. Weiß gar nicht an wen. Mr. Alfred J. Hitchcock, bla bla bla. Ein Brief an Hitchcock aus dem Jahre 1962. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Originalbrief ist, der jetzt irgendwie abgedruckt wurde. Von wem ist er denn? Evan Hunter. Ja, also, so, ja, so hier noch sowas. Also, ich weiß nicht, ganz nett, aber tolle Extras sind wirklich was anderes. Hier ist noch so eine Art, ist das ein Zertifikat? 10 Best Pictures of 54 für das Fenster zum Hof. Also irgendwie so eine Art Urkunde, so eine nachgemachte für die 10 besten Filme des Jahres 54. In dem Fall das Fenster zum Hof. Für Alfred Hitchcock. So, dann tue ich das gleich mal wieder zurück in den dafür vorgesehenen Umschlag. Das mache ich hier mal hinter der Kamera. Mache sie wieder zu. Versuch's mal hier irgendwie so reinzustecken. Oh, das geht besser als erwartet. So. Mach den Deckel da mal wieder rauf. So. Und quäl mich wieder um die Kamera, weil ich die Produkte nach vorne legen will und quetsche mich wieder hinter die Kamera wegen des Thumbnails. So, das sieht irgendwie doof aus. Soll das in die Mitte? Ich mache es einfach mal so. Nee, das ist auch scheiße, dann sieht man es ja gar nicht. Ja, irgendwie so, ne? Würdet ihr so ein Video anklicken, wenn es so ein Thumbnail hat? Also ich nicht.
Aber ich muss ich auch nicht. Ist ja mein Video. Ich hoffe, Teil 3 des DVD- und Blu-ray-Updates für den Monat Dezember, das XXL-Update, hat euch gefallen. Sagt mal eure Meinung. Was haltet ihr von der Box von Hitchcock? Würde mich mal interessieren. Pisst es euch auch so an, dass ihr Star Wars nicht in der Original-Kinofassung habt? Alle sagen immer, ja, ich will das nicht in der 70er-Version sehen. Damals war das total scheiße. Besser, wenn es überarbeitet ist. Und die zugefügten Szenen. Ich muss ehrlich sagen, ich würde lieber Qualitätsabstriche in Kauf nehmen, wenn ich die Originalversion mal habe. Die gibt es auf DVD, irgendwann werde ich mir sie kaufen, aber sind wirklich teuer. Wirklich teuer. Was haltet ihr von Harry Potter? Hinkt der Vergleich vielleicht von Harry Potter zu Herr der Ringe? Ich finde, die beiden sind so wie Stones und Beatles, Blur und Oasis, Harry Potter und Herr der Ringe. Vielleicht ist es nur meine Welt. Aber ich finde die Geschichte von Harry Potter interessanter als Herr der Ringe. Herr der Ringe ist für mich eine recht einfache Geschichte. Einfach gehalten und immer Elfen und Orks und Zwerge, kann ich nichts mit anfangen. Und was mich wirklich interessiert, was haltet ihr von Iron Sky? Guckt ihr euch den zweiten an? Habt ihr den Trailer schon gesehen vom zweiten? Was haltet ihr davon? Ich finde das Steelbook wirklich sehr gelungen. Wirklich sehr gelungen. Gut. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Das war, ich glaube, ich habe gerade schon gesagt, mein DVD- und Blu-ray-Update für den Monat Dezember, Teil 3. Teil 4, nee, das ist ja auch 3. Merkwürdig. Teil 4 kommt ja noch, aber das wird auch das letzte sein. Das letzte für diesen Monat und auch das letzte für nächsten Monat. Eventuell, weil ich es nicht lassen kann, werde ich mir nächsten Monat auch was kaufen, aber ich hoffe eher nicht. Toi, toi, toi mir. Bis zum nächsten Mal in Update Nummer 4. Ich sage erstmal Tschüss und erfreut euch an meinen Produkten. Alles meins. Alles meins. Bitch.